Wir sind Bernd, unser zuverlässiger T4, Frank mit seiner praktischen und entspannten Einstellung zum Leben und Johanna, die kreative Optimistin. Und wir wollen Kulturen kennenlernen, Länder sehen und das Leben mit all seinen zahlreichen Facetten erkunden und erleben. Ja, genau. Das sind wir. Und wir haben vor, auf große Reisen zu gehen. Um das nächste Mal nicht ein Feuerzeug zu gebrauchen, machen wir uns jetzt mal Anzünder. Aus Johannas Stoff. Ja, aus Johannas Stoff, genau. Sprich, wir tun einfach Stoff. Aber ich glaube, das ist zu viel, oder? Blechdose, ja, ich will eigentlich nur die zwei Teile haben. Das sind ja nur die zwei. So, dann brauche ich den Deckel. Das ist jetzt ein Loch rein, sonst fliegt das der ganze Spaten nur um. Ein Loch. Ich habe Loch gemacht. Das Messer ging besser durch wie gedacht. Dann machen wir das hier drauf. Dann hoffen wir, dass wir da sehr guten Anzünder draus bekommen. Dann mal Pfoten verbrennen, bitte. Obwohl das eigentlich gar nicht so doof ist, ne? Du kannst hier rein? Ne, kannst du nicht. Okay. Also das Holz brennt gut nach unten. Es brennt. Ja, ich glaube auch, dass da ein Stoff da drin brennt. Das werden wir dann sehen. Ich bin voll stolz. Feuer! Ich glaube, der Stoff brennt. Aber die Flamme kommt auch schon weg. War vielleicht nicht so gut. Jetzt haben wir eine Kerze. Weiß nicht, vielleicht nicht so. Vielleicht ist auch die Dose nicht gut. Die ist auf jeden Fall mal warm. Zu warm. Wir gucken dann mal, was draus geworden ist. Ja, leg sie mal beiseite, lass ein bisschen abkühlen. Ein bisschen im Spiel abkühlen. Hi Leute, ganz kurz als Information. Es ist so, ich sitze hier gerade am Videos schneiden und ich habe gerade festgestellt, für alle, die nicht wissen, was wir da gerade am Feuer gemacht haben, ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich das nochmal erkläre. Also wir haben eine Metalldose genommen, also so eine Bonbon-Dose. Und haben oben ein Loch reingemacht. Dann haben wir Baumwollstoff genommen, in kleine Fetzen gerissen, in die Dose reingetan und ins Feuer gelegt. Und man macht im Prinzip Kohlestoff. Also ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber das Wichtige ist halt, dass das Loch nicht so groß ist, dass die Flammen reinkommen, damit der Stoff nicht verbrennt. So, die Flamme, die da aus der Dose rauskam, war im Prinzip nur die Flamme, die die Dämpfe verbrannt hat. Also der Stoff hat nicht gebrannt. Und ja, also es geht im Prinzip darum, Anzünder aus Stoff zu machen, dass wenn man mit einem Feuerstein und einem Eisenfeuer machen möchte, dass man im Prinzip nur einen Funken braucht. Der Funke, der muss dann auf diesem Stoff landen und dann fängt es an zu glimmen. Also das Stück Stoff, wo glimmt, nimmt man dann und tut das in sein Zundernest und pustet dann kräftig. Also es ersetzt im Prinzip das Feuerzeug. Und wenn man halt nicht gerade ein Feuerzeug oder Streichhölzer parat hat, ist das ganz praktisch. Außerdem macht es auch voll viel Spaß. Genau, nur kurz zur Erklärung. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Falls ihr noch Fragen habt, erklären wir es einfach nochmal. Kartoffeln? Schnitzel rein. Around. If there are
Quark. Quark. Und dann habe ich hier ein Spezial Wildkräutersalz von meiner Mama. Also Frank ist Grillmeister und Johanna ist Lagerfeuermeisterin. Das kriegt man auch ausgeglichen. Vielleicht kommen wir noch auf einen gemeinsamen Nenner. Das geht nicht. Das ist in die und hopp. Und natürlich, der Rauch kommt zur Küche. Ganz logisch. So. Also gut, dann hoffe ich mal, dass die nicht verbrennen. Ach, immer dieser Rauch in den Augen. Jetzt ist es schon am Abend. Wir haben jetzt den ganzen Nachmittag, Mittag hier verbracht. Es war voll schön hier. Und so hinterlassen wir den Ort. Na dann? Fertig. Geh mal. Nächste Haltestelle, Dusche. Also wir haben eine richtig coole Nachricht. Und zwar Trommelwirbel, Trommelwirbel. Mein Hasi, haus raus. Leo ist verkauft. Wisst ihr, wer Leo ist? Nein? Mein altes Auto. Sein altes Auto ist verkauft. Wuhu! Yay! Leo ist verkauft. Wir sind jetzt gerade aus dem... Ich habe keinen Kredit mehr. Wir kommen gerade aus dem Wald und haben gesehen, wir haben da so ein paar Anrufe auf unserem Handy, weil wir waren im Wald, da hatten wir keinen Empfang. Ziemlich geil, ziemlich geil. Und dann haben wir einfach zurückgerufen und da hat unser super cooler Autoverkaufungshändler-Typ, Thorsten, hat angerufen und hat gesagt, dass alles durch ist. TÜV ist neu, Auto verkauft. Yay! Voll gut. Yay! Und jetzt, jetzt fahren wir gerade von Pforzheim Richtung Ulm und wir machen hier gerade Halt an einem Autohof. Weil wir riechen. Also wir gehen jetzt duschen. Also wir riechen wie das Lagerfeuer persönlich. Genau. Also wir gehen jetzt duschen und dann geht's weiter. Guten Morgen! Wir sind gerade am Aufräumen, wie man unschwer erkennen kann. Putzen. Wir räumen gerade unser kleines Chaos auf. Also es ist so, wenn man auf kleinem Raum wohnt, dann muss man zwar nicht viel putzen, aber man sollte auf jeden Fall einmal die Woche einen Grundputz machen, weil sonst wird es irgendwie eklig. Eigentlich fast täglich. Am besten ist täglich ein bisschen und einmal die Woche sehr gründlich. So, das ist so unsere Devise. Also wir schauen, dass wir jeden Tag den Müll wegbringen. Wir schauen, dass wir jeden Tag irgendwie, wenn wir merken, oh, da stapelt sich mal wieder was, dass wir das ein bisschen aufräumen. Genau, und heute ist halt so unser Hausputz. So, einfach mal eine Stunde putzen. So, und jetzt machen wir einen Schnitt. Und wenn es sauber ist, sehen wir uns wieder. Bis dann. Oh, hiermit wird bei uns sauber gemacht. Tada! Viel Schrank?
Büroecke, Wäsche und anderes Kuhstück. Und das? Das ist mein Mann, wie er auf der Lauer liegt. Das heißt, Mann, das vergeht mir auch rein. Ja, wir sind hier in einem Wald. Danke Park for Night. Dank dir haben wir hier einen richtig coolen Parkplatz gefunden. Das Problem ist, da hinten im Wald ist ein Harvester, der jetzt der Meinung ist, er muss jetzt erstmal ein paar Bäume fällen. Also, unser Wäschetrockner. Also. Ja. Also mit dem Handy aufnehmen ist echt ätzend. Naja, egal, unsere Akkus sind gerade alle leer. Deshalb wird gerade mit dem Handy aufgenommen. Nee, aber gestern sind wir aus dem Schwarzwald raus von unserer grünen Stelle und dann sind wir an der Quelle vorbeigekommen. Warte mal kurz. Und wir haben all unsere Wasservorräte aufgefüllt. Also 3 Flaschen und 2 Kanister. Und der Opa oder der ältere Herr, der da war mit seiner Frau, die haben da irgendwie so, keine Ahnung, 30 Kanister voll mit Wasser gefüllt. Und er meinte, ja, die machen das schon seit 10 Jahren und die trinken nur das und es schmeckt total lecker. Und das war total cool irgendwie zu sehen. Ja, das wollte ich noch erzählen. Also unser Hausputz, der ist jetzt fertig. Mein Hase ärgert mich. Alles klar. Bis später. So, das war's erstmal mit diesem Video. Wir würden uns über ein Däumchen nach oben, ein Abo oder Kommentare sehr freuen. Tipps und Anregungen nehmen wir auch gerne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die nächsten werden bald folgen. Bis dahin. Ciao.